Kappa. Ja, ich kann ja nicht mehr rüber, ich wollte gerade rüberspringen mit Dingstaste, aber da. Seid ihr jetzt oben? Wir sind unten. Wir haben gerade Spielspaß mit der Polizei. Ja. Oder die Polizei hat Spaß mit uns, weil die haben auch kaputte Autos, die machen auch mit. Ich habe eigentlich auch gar keinen Bock, ein Polizeiauto zu rammen und dann einen Stern zu bekommen. Wollen die Stress eigentlich mit dir haben oder was? Nö. Die Ramme ist weg. Mann, ich will eigentlich wieder befressen. Was wollen die alle von mir? Ich habe ihn nur weggeschoben. Ja, ich klemm dir erstmal ein paar Sekunden unter deinem rechten Vorderrad. Ja, boah. Oh, der. Nee, Junge. Nein, nein, nein! Aua! Wer hat verletzt, der Junge? Der eine heißt einfach Waldemar, warum haben die alle so coole Namen? Weil das solche sind. Ich hab's überlebt, um dann von der Brücke runterzuspringen und da zu sterben. Spaß. Ey, Mann. Das Fahrrad. Leben hasst mich. Soll ich dein Motorrad hochschieben? Wo ist denn das hier? Nein. Doch, mein LKW ist dafür ausgemacht. Ich hab's mir geportet. Junge, ich wollte ganz langsam ranfahren und langsam rüberfahren und du portest es einfach so weg. Ja, ich hab das Leben meines Motorrads gerettet. Ich hab's damit verlängert. Wieso sterbe ich eigentlich das Einzige so oft? Weil du ein Motorrad hast, deswegen. Ich habe einen Polizisten aus Versehen überfahren. Oh nein. Warum hast du Sterne, Robert? Oh. Nein, das will ich nicht hören. Ciao. Ich hätte eigentlich noch eine coole Idee, ne? Weil, aber ich musste dafür mal sterben und jemand müsste mein Fahrzeug zerstören. Bitte nicht eher. Bitte. Ich drehe mich um, sieh nur so ein Supersportwagen in mein Gesicht fliegen. Wo ist der Motorrad hin? Bitte lass es beschlagnahmt sein, das würde ich mir wünschen. Ist es verschwunden. Er schreibt Ups. Oh mein Gott, er ist so ein korrekter Typ. Oh mein Gott. Das lebt leider, du hast Panzerung drin. Ich schreibe jetzt okay, Digga, weil er einfach korrekter Typ ist. Das bist du gewöhnt, musst du schreiben. Das kenne ich nicht anders, ich bin Digger. Hey, ich hatte den Motorrad kaputt gemacht. Dann einfach schwarz, Digga. Man wird sich so diskriminiert sehen. Er wird mich in jede GTA-Lobby. Oh mein Gott. Das ist alles so ausgeartet hier. Ich muss erstmal eine Straße finden, wo ich meinen Dings rufen kann, was ich rufen will. Was willst du denn rufen? Das Rampenauto. Oh. Ja, Tim. Ich habe von Anfang an gewusst, dass er nicht mit Vorsicht mir so, mit Absicht mir so ins die Fresse gefallen ist. Oh ey, das ist die beste GTA-Lobby, die ich jemals hatte, nachdem wir die so abgefuckt haben. Fahrzeuge, Rampoli. Mein linkes Auge dreht schon wieder und schon wieder, weil das passiert einfach schon wieder bei der Brücke hier, ne, das ist einfach unfassbar. Ja. Das ist ein Zeichen. Ich entscheide mich schon, it's okay, I'm in black. Da so viel Spaß hatten. Wie lange nicht mehr ein GTA gehabt? Komm, Robert, fahr mich von hinten an. Ha 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 ha!
weiß es nicht. Auf einmal eine Explosion. Nee, es kann doch nicht sein, dass die Kosten... Oh Mann, ey, warum sterbt... Oh Mann, nö. Und wie hat dich denn erschossen? Wer hat dich denn gekillt? Keiner, ich bin unter dich drunter gefallen, damit ich explodiere, weil ich dachte, du hast so viele gekillt, aber irgendwie hat mich Fabio gekillt. Soll ich mit meinem Cerno kommen? Was noch, als du denn keine Reifen mehr hattest? Ich will ja gerade, welches Auto ich rufen soll. Was mit dem Rampenauto eigentlich noch? Ja, klar, es funktioniert noch. Das war ein Rampauto in Ruhe. Ich hab das falsche Auto gerufen. Fuck, Alter. Kann ich auch wieder Spaß haben? Da, hol ein Motorrad. Ja. Willst du einen Panzer haben? Ich hab keinen Stern bekommen, Mike. Du bist ein Anti, ne? Du hast keinen Stern bekommen? Ist das so eine Ranzkarre? Ey, ich werd gemobbt! Vom Schwarzen, Alter. Da kommst du nicht hoch. Oder du landest voll auf mir, oder? Nee, okay. Da mobbt mich schon wieder einer. Ich kann einfach nichts machen, nicht schlecht. Ey! Hä? Oh, leck mich. Hier sind einfach fucking vier Leute, die dich jagen, ne? Kannst du mal... Er ist ausgeschaltet! Du hast ihn gekillt! Oh nein, Bro! Sorry! Sorry, Bro! Was steigst du auch aus? Warum steigt er denn aus? Ich dachte, du hast ihn gekillt! Ich dachte, ich habe ihn wirklich gekillt, Junge. Schreib ihn mal. Sorry, Alter. Wer war denn das? Ich weiß es nicht. Dings, Du oder irgendwas mit JU? Ja. Ich suche gerade den Scheiß Kontakt, Mike, nein! Hä? Du hast doch Cops, oder nicht? Jetzt hast du Cops, garantiert. Das ist echt, Alter. Ich habe eine Story geschrieben. Wo sind die alle hin? Aber auch in die Stadt fahren? Ja. Schau mal kurz. Raus? Ja, hier hinten. Bei der Brücke da kannst du hochfahren. Ciao. Ich bin außen. Oder? Nein! Was hat denn er jetzt gerufen? Er hat sich ein MTV geholt. Die Lackierung sieht gut aus, aber die Reifen sind des Todes hässlich. Ist gemoddet. Das Auto ist gemoddet. Nein. Doch. Warum fährst du gegen die Wand? Hm? Ist auch ein Harm? Nein. Ich hab einen, deswegen frag ich. Er stupst mich um. Ich hatte so also ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Ach.
drifte. Du grindest im Wasser. Weil ich hab Fernseher angefangen. Oh nein. Muss es doch irgendwas schreiben, ich weiß gar nicht. Hat er mir geschrieben? Als ob du mich nicht umgekrachelt hast. Ich habe gerade auf mein Handy geschaut, ob ich eine Nachricht von den Jungs bekommen habe. Ah, da sind zwei drin, da ist dieser Yu und dieser Nu drin. Ja, genau. Die wollten nicht mehr umgebracht werden, deswegen fahr. Möchtest du wirklich keinen haben? Mike, Plot Twist an der Geschichte, ich hab da eine Kampffinale an der Tür angehört. Genau an diesem Tier hab ich da. Was? Ich hab da hier! Willst du einen haben? Der Handy, Alter! Oh, ich geh mal den Handy-Snack von der Polizei, der steht hier einfach so rum. Was? Raus hier, Alter! Mach! Er ist weggeportet! Hä? Was ist passiert? Leckt halt ein bisschen rum. Digga, das glaubst du mir nicht. Weißt du, was passiert ist? Erzähl mal. Ich wollte den Heli snacken. Wollt den Typen gerade rausziehen, der Heli teleportiert sich nach oben, explodiert und landet 3 Sekunden später auf mein Gesicht. Das wird erstmal als Videoclip gespeichert alles. So. Bist du denn jetzt? Bist du oben oder unten? Unten? Am Krankenhaus gespawnt. Achso. Ja, perfekt. Komm ich mal vorbei. Oh man! Also mit KD verbessert hat sich dann alles jetzt wieder erledigt gerade. Ups, kassierst du hier keinen Dings? Oh, what? Ach nur, die Polizei schießt auf mich. Ich dachte, du rufst mir jetzt was Schönes, was du doch gesagt hast. Hab ich auch vor. Hab ich auch gemacht. Ich hatte hier. Ich hab Dreieck gedrückt, aber er wollte Dreieck nicht. Kurz durchziehen, ich komm gleich. Ich hab eigentlich. Oder willst du einsteigen? Nein, ich will keinen Stern. Hier links, komm mal mit hier. Links steht was. Hier bei mir. Hätte ich einen Monster Truck rufen sollen. Fahrzeuge. Ja, du solltest vielleicht mal was. Ich habe jetzt auf Beifahrer, du musst dann nochmal aussteigen, glaube ich. Köln, abfuck mal. Wie kommt denn das? Ich weiß, was ich anfordere. Pegasus. Oh, ich wollte gerade hupen. Ja. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? So your specialty vehicle is available for collection right now. We hope you're very happy, sir. Mit einer Deutschlandflagge, ne? Da würde ich ja so nicht einsteigen wollen. Warum denn nicht? Moin, Gegner, Teammate! Ich bin ein Comeback.
Die killen sich wieder. Die killen sich wieder gegenseitig. Ich kann in den Phantom nicht einsteigen. Ich wollte den Phantom haben, aber auch mal ein bisschen Spaß zu haben zu. Ich stecke in dein Ding wieder ein. Ich wurde gekillt. Oh nein! Ich hab da so ein Gefühl, dass die uns jetzt. Dass er jetzt killen will. Er hat gesehen, dass ich aus meinem Dings ausgestiegen bin. Ich bin am Arsch der Welt gespawnt. Kann es sein, dass wir uns. Er ist in die Mine gefahren. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist gut. Fahr du mal weiter. Ich will mich mal. Pegasus. Macht Spaß. Nee. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Zumal ich musste kein Geld bezahlen, ne? Your specialist vehicle is now ready for you at our nearest pickup station. Für wen kann ich maximal legen? Und endlich, glaube ich. Ich bin mir da nicht sicher. Was hast du eigentlich mit dem Ding vor? Ich wollte ein bisschen fahren mit dem Ding. Wer ist eigentlich hier hinten noch? Und einer ist hier hinten noch. Ragnar. Wer ist ein Ragnar? Ich will Ragnar mal kennenlernen. Ragnar, Hück. Hier hinten. Hinten ist er irgendwo. Also, wie viele Landminen hast du platziert, Junge? Ich habe Angst, hier weiterzufahren. Fahr nach links, da ist nichts. Muss ein Ragnar. Ich will Ragnar kennenlernen. Hallo, Ragnar. Ach, der ist auf der Brücke. Ah, oben. Nice. Nee, Ragnar ist nicht Dings. Da ist Ragnar. Hi Ragnar. Mal. Ich hab ihn angestupst. Ragnar steigt bei uns ein. Ach, ist Dings auch drin? Ragnar. Ragnar ist drin. Kann ich in die eigene Mine fahren? Ja, aber dann machst du die auch kaputt und machst dein Fahrzeug aus Schaden. Ich bin unten. Willst du auch noch einsteigen? Ja, klar. Oh, Ragnar steigt wieder aus. Oh, Noobbike, Ehre. Noobbike? Hurensohn, Digga, ja. Ehrenmann, Junge! Hurensohn. Ja. Lebst du noch? Aber mein Ding ist gleich kaputt, das fliegt schon die ganze Zeit. Back out. Wie viel Geld hast du? 900.000. Der kostet 10.000. Wollen wir den Noobbiker fertig machen? Ja. Steck jetzt aus. Der ist links. Nein, wenn ich jetzt da runterspringe, bin ich doch. Welches Level ist er denn eigentlich? Oh, ich konnte es nicht mal lesen, oben stand es gerade. Hallo, Spiel, ich möchte gerne seine. 221. Junge, wie schnell ist der Zivilist da gefahren, Junge? Er hat verlassen. Hat verlassen, ist Dubai gerade verlassen. Habe ich gerade gesehen. Oder? Weiß ich nicht, habe nicht darauf geachtet. Da will man denn einmal wieder ein bisschen fighten. Oder ist welche Ecke kommt der denn jetzt angecrasht hat? Wo musst du denn hin?
Alter, Schlägerei, ich bin dabei. Schön, mit Worten kann ich alle fertig machen. Du, wenn ich eine gute Sprachnachricht machen soll, sag ruhig Bescheid. Ja, und morgen ASMR-Stream, Alter. Scheiß mal auf Games, soll ich mal ASMR-Stream. Nice, ich bin... Nice, mein Neger ist jetzt querschnittlich gelähmt. Ich bin mit dem Rücken auf dem Treppengeländer gelandet. Ehre. Geiles Auto geholt. Ich habe einen Stern bekommen, weil ich Treppen runterspringe. Diese Justiz hier in Amerika, ne? Das ist frech. Ich habe keinen Zugriff auf dieses Fahrzeug. Schreibe ich halt ins Luxor ein. Oh nein, halt die Fresse, ich muss den Schwarzen abholen.